Herzlich willkommen zur Coffee Cup Lerneinheit zum Thema Dokumente einrichten und Deckblatt gestalten. In den nachfolgenden Minuten lernen Sie, grundlegende Dokumenteinstellungen schnell durchzuführen, ein Deckblatt zu erstellen bzw. einzufügen und natürlich ein Deckblatt auch zu bearbeiten. Prinzipiell sind alle Gestaltungs- und Formatierungsschritte in und mit unterschiedlichen Textverarbeitungsprogrammen wie Pages, OpenOffice oder Microsoft Word möglich. Sie sehen dies hier in Microsoft Word 2016. Wir starten mit den Grundeinstellungen Dokument einrichten. Ich habe hierfür schon ein mehrseitiges Dokument, also ein umfangreiches Dokument, geöffnet. Öffnen auch Sie ein Dokument, so können Sie diese Schritte am eigenen Computer selbst probieren. Viele grundlegende Dokumenteinstellungen finden Sie in der Registerkarte Layout. Der Dialogpfeil oder Dialog Launcher am unteren Ende der Gruppe Seite einrichten öffnet das gleichnamige Dialogfenster. Beginnen wir zunächst mit dem Papierformat. Klicken Sie dazu auf Papier, wenn das Register noch nicht geöffnet ist. Hier können Sie die unterschiedlichen Formate für das Dokument festlegen. Das Beispieldokument möchten wir im Format A4 produzieren. Im Register Seitenränder können Sie nicht nur die Seitenränder für das Dokument einstellen, nein, Sie können auch die Ausrichtung Quer- oder Hochformat sowie die Art des Druckens der Seiten ein- oder mehrseitig definieren. Sie sehen, dass Sie mit der Wahl des Bedruckens auch die anderen Optionen ändern. Wenn Sie beispielsweise gegenüberliegende Seiten wählen, wird der mögliche Buntsteg mit links fixiert. Der Buntsteg definiert immer die Fläche des Papiers, die zum Binden, Spiralisieren oder Lochen verwendet wird. Wählen Sie für unser Beispieldokument Standard und einen Buntsteg von 0,8 cm. Da wir das Dokument ausdrucken und binden möchten, ist das die optimale Einstellung. Das heißt, 0,8 cm vom linken Blattrand wird für das Binden verwendet bzw. zumindest dafür vorbereitet. Ansonsten wählen Sie Seitenränder oben, unten, links, rechts von 2,5 cm. Wichtig! Achten Sie immer darauf, dass diese Einstellungen für das gesamte Dokument übernommen werden. Im Anschluss bestätigen Sie einfach mit OK und schon haben Sie das Dokument den Vorgaben oder den Wünschen entsprechend angepasst. Und nun kommen wir auch schon zum zweiten Punkt. Ein Deckblatt erstellen bzw. einfügen. Ein Deckblatt können Sie natürlich selbst gestalten. Dazu positionieren Sie einfach die Einfügemarke vor dem Fließtext, wählen die Registerkarte Layout, Umbrüche, Abschnittsumbrüche, nächste Seite. Sie können nun vor dem Abschnittswechsel den Text, den Sie wollen, sowie andere Elemente wie zum Beispiel Bilder ganz einfach positionieren und einfügen. Alternativ dazu bieten Ihnen Textverarbeitungsprogramme in der Regel schon eine Reihe an vorlayoutierten Deckblättern. Wir löschen daher das soeben erzeugte Deckblatt inklusive den Abschnittswechsel, wählen die Registerkarte Einfügen und ganz links den Befehl Deckblatt. Hier können Sie ein vorhandenes Design wählen oder Sie suchen nach weiteren Designs über office.com. Mit nur einem Klick fügen Sie ein gewünschtes Design ein. Wir versuchen das mit dem Design Facette. Im nächsten Schritt sehen Sie, wie einfach Sie nun das Deckblatt bearbeiten und anpassen können. Hierfür brauchen Sie nur mehr auf die Felder einen Klick setzen und den gewünschten Text ergänzen. Sie können auch ganz einfach Felder löschen. Klicken Sie dazu einfach einmal darauf und wählen Sie die Taste Entfernen. Genauso einfach wie auf allen anderen Seiten können Sie natürlich auch andere Elemente hinzufügen und ergänzen. Wir haben nun die Grundeinstellungen vorgenommen
und das Dokument eingerichtet. Wissen wie und von wo man Deckblätter ganz einfach einfügen und auch abändern kann. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß noch bei Ihren weiteren Coffee Cup Lerneinheiten.